Der ukrainische Präsident Selenskyj hofft beim Wiederaufbau seines Landes auch auf Unterstützung der Weltbank. Bisher liegen die Hilfen der Weltbank bei rund 19,1 Milliarden Euro. Die Kosten für den gesamten Wiederaufbau der Ukraine werden auf mindestens 381 Milliarden Euro geschätzt. Allerdings ist der Krieg ja noch lange nicht vorbei. Seit Wochen läuft zum Beispiel die Schlacht rund um die strategisch wichtige Stadt Bachmut im Osten des Landes. Aus Kiew zugeschaltet ist unsere Chefmoderatorin Tatjana Ohm. Tatjana, den ukrainischen Streitkräften ist eine Stabilisierung der Lage eben in Bachmut gelungen. Zumindest berichten Sie das selbst. Das lässt sich natürlich nur schwer überprüfen. Wie ist denn dein Informationsstand? Naja, das wird unter anderem auch berichtet vom britischen Militärgeheimdienst, der das nochmal so ein bisschen unterstützt, die Aussagen des Oberkommandierenden der ukrainischen Streitkräfte, der ja von titanischen Anstrengungen gesprochen hat. Die Verluste allerdings, die die Ukraine hinnehmen hat müssen bei der Verteidigung der Stadt bislang, die sind eben auch enorm, auch wenn es da keine konkreten Zahlen gibt. Aber das ist das, was man hört, wenn man mit einzelnen Kommandeuren in der Region telefoniert und spricht. Insgesamt die Situation rund um Bachmut im Moment eher von einem gewissen Stillstand geprägt. Stillstand bedeutet nicht, dass nicht gekämpft wird, aber keine der beiden Seiten kommt wirklich voran. Mehr offenbar aber im Moment noch eine Schwäche auf russischer Seite und das bestätigen selbst russische Militärblogger, die eben davon sprechen, dass es nicht wirklich vorangeht. Es gibt Anzeichen dafür, dass offenbar die russische Seite im Moment versucht, mehr Kräfte in Richtung Avdiivka weiter im Süden der Region zu schicken und da vermehrt noch einmal anzugreifen, weil auch da diese Stadt hat man nun nach monatelangen Kämpfen insgesamt von drei Seiten sozusagen umzingelt. Aber insgesamt das Fazit von Militäranalysten, von unabhängigen Thinktanks, die auf die Situation schauen und sagen, diese sogenannte Frühjahrsoffensive der Russen scheint im Moment zum Erliegen gekommen zu sein. Sie sind nicht wirklich vorangekommen. Sie haben Bachmut nicht komplett einnehmen können. Und ganz offenbar gehen ihnen im Moment auch die Kräfte aus, was unter anderem daran liegt, dass die ukrainische Seite ihnen eben massive Verluste zufügt, aber wohl auch darin begründet liegt in den Streitereien zwischen russischem Verteidigungsministerium und der Wagner-Gruppe. Dennoch sind die Schäden in der Ukraine natürlich sehr groß und auch die militärische Gegenwehr kostet jede Menge Geld. Und trotzdem schafft der Präsident Selenskyj es ja immer wieder, seine Unterstützer zu überzeugen, dass sie ihm neues Geld nachschießen, auch allein, um den Staat am Funktionieren zu halten. Wie schafft er das? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass er da wirklich große Überzeugungsarbeit im Moment leisten muss. Noch ist es so, dass all diejenigen, sei es die Europäische Union, die Kommission, sei es der IWF, sei es jetzt die Weltbank, da relativ freiwillig mitmachen. Ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendjemand dazu gezwungen wird, der Ukraine zu helfen oder irgendetwas Negatives darin sieht. Aber die Summen natürlich, über die wir hier reden, die sind natürlich enorm. Die Summen, die du genannt hast zum Beispiel, die sind ja vom Stand 24. Februar. Und da ist überhaupt noch nicht absehbar, in welche Höhen die noch steigen können, weil dieser Krieg ist einfach noch nicht vorbei. Was wir aber sehen, ist sozusagen zweierlei. Wir sehen zum einen das, was an kurzfristigen finanziellen Mitteln gebraucht wird, um den Staat zum Beispiel tagtäglich am Leben zu halten. Wir sehen längerfristige finanzielle Mittel, die gebraucht werden. Wir sehen den Wiederaufbau, der ja in einigen Regionen, wie zum Beispiel hier in den Vororten von Kiew, ein Jahr nachdem sie befreit worden sind, auch schon begonnen hat. Wir sind gestern zum Beispiel in Butscha gewesen und haben das da sehen können. Ich konnte das vergleiche mit meinen vorherigen Besuchen in der Stadt. Der letzte liegt 6 Monate ungefähr zurück und seitdem ist dort wirklich eine Menge geschehen. Also rein was den Wiederaufbau betrifft, da sind mittlerweile Supermärkte, die zerschossen gewesen sind, die funktionieren, Tankstellen, die wieder funktionieren, Häuserblöcke, die wieder aufgebaut werden. Da passiert tatsächlich was, aber das kostet natürlich immens. Die Kommune selber hat die Mittel nicht, mit einem Grund dafür auch. Der größte Arbeitgeber in der Region ist nicht mehr existent im Prinzip, das Antonov-Flugzeugwerk in Hostomel ist ja zerbombt worden. Da wird im Moment nichts gebaut. Also all das sind so kleine Versatzstücke. Wenn man sich die anschaut, dann erklärt sich natürlich auch diese unglaublichen Summen, die da zusammenkommen aus der Zerstörung, aus dem Wiederaufbau, der eigentlich, wenn wir aufs gesamte Land schauen, noch gar nicht begonnen hat, auch noch gar nicht hat beginnen können. Tatjana Ohm, vielen Dank für diese Informationen aus Kiew. Bei der Explosion in einer Schokoladenfabrik im US-Staat Pennsylvania sind 2 Menschen ums Leben gekommen. Bilder zeigen die heftige Detonation auf dem Gelände des Werkes, 100 Kilometer westlich der Stadt Philadelphia.
Viele Menschen seien außerdem verletzt worden, das sagte der Polizeichef vor Ort. 9 weitere Menschen wurden vermisst. Die Explosionsursache wird nun noch gesucht. Derzeit dienen rund 1,4 Millionen Soldaten in der US-Armee und der Dienst an der Waffe ist in den USA mit hohem Prestige verbunden. Dennoch klagt die Armee über Nachwuchssorgen. Um die Kasernen voll zu bekommen, wurde eine alte Kampagne neu aufgelegt und unser US-Korrespondent Michael Wühlenweber war bei Anwerbeversuchen an einer Washingtoner Schule dabei. Sie ziehen in eine schwierige Schlacht, die Werber der US-Armee. Der Schauplatz, ein Hörsaal, ihre Waffe, ein neu aufgelegter Slogan. Be all you can be. To be all you can be. Was so viel heißen soll, bei der Armee kannst du alles sein, was du sein kannst. Und ganz Hollywood-like versucht Actionstar Jonathan Majors schnell geschnitten Lust auf die Armee zu machen. Doch die Saga vom Abenteuerspielplatz zieht nicht mehr. Die Generation Z scheut die Aussicht auf einen harten Job mit hohem Risiko. Risk of dying or injury. Sie fürchten zu sterben, verletzt zu werden oder die Trennung von der Familie. So denken viele tatsächlich hier im Hörsaal. Die Generation Z bleibt lieber bei Mutter. The only reason I wouldn't join the army is because ein Grund, nicht zur Armee zu gehen, ist meine Mutter. Ich liebe wirklich meine Mutter. Die Werber drohen, die Schlacht im Hörsaal zu verlieren. Sie haben ein dreimal höheres Risiko, bei einem Arbeitsunfall zu sterben, als in der Armee. Die Statistik aber ist umstritten. Immerhin 20 Schüler lassen sich als Interessenten registrieren. Be all you can be. Alles zu sein, was ich sein kann, ja, das finde ich einfach gut. Von 20 Interessenten unterschreiben am Ende bei der Armee in der Regel aber nur 2. Es fehlen derzeit aber 65.000 Rekruten. Geht es in diesem Tempo weiter, müssen noch 32.000 Hörsaalschlachten geschlagen werden. Heute Nacht beginnt in Europa die Sommerzeit. Die Uhr wird eine Stunde vorgestellt, die Nacht also eine Stunde kürzer. In Deutschland wurde die Zeitumstellung erstmalig 1916 während des Ersten Weltkrieges eingeführt. So sollte Energie gespart werden. Vor allem in Deutschland sind laut einer Umfrage aber viele genervt von der Zeitumstellung. 75% lehnen sie ab. Und wenn sie denn tatsächlich abgeschafft würde, wären die Menschen in Deutschland mehrheitlich für das Beibehalten der Sommerzeit. Seenotretter haben in der Kieler Bucht 2 Schiffbrüchige gerettet, deren Segeljacht gesunken war. Als die Retter die Unglücksstelle erreichten, habe von der 12 Meter langen Yacht nur noch der Mast aus dem Wasser geschaut. Die Besatzung, ein Mann und eine Frau, konnte sich in ein kleines Beiboot retten. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte starker Wind und die Wassertemperatur lag bei gerade mal 5 Grad Celsius.